Seit vergangenem Donnerstag läuft ein Film in den deutschen Kinos, der ursprünglich auf einem Kurzfilm beruht, der auf dem Sundance Film Festival 2018 aber sehr umjubelt war. Daraufhin folgten diverse Angebote und man bastelte eine Langfilmversion und die hat es auch in sich und damit geht es hier jetzt um The Climb. Kyle und Mike sind schon sehr lange richtig gute Freunde und so verwundert es wenig, dass sie gemeinsam eine anstrengende Radtour durch das Hinterland der Côte d'Azur unternehmen. Da Mike etwas fitter ist, nutzt er einen kleinen Sicherheitsvorsprung, um Kyle zu berichten, dass er mit dessen Verlobter Ava über mehrere Jahre eine Affäre hatte. Diese mag zwar beendet sein, aber die Stimmung ist dennoch sehr getrübt, was nicht gerade besser wird, als Mike ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, nachdem er von einem Autofahrer verprügelt wurde. Was dann kommt, wird das Leben der beiden gründlich auf den Kopf stellen, wobei ihre Freundschaft schon immer sehr sonderbar war und auch in Zukunft sehr ungewöhnlich sein wird. The Climb im Original, der gleiche Titel, geht 98 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben und läuft seit dem 20. August 2020 in den deutschen Kinos. Ist ein Drama mit komödiantischem Einschlag und ein Film, wo man nie so richtig weiß, der auch in seine verschiedensten Kapitel unterteilt ist. Was wird denn hier als nächstes passieren? Kleiner Clou eben, wie eingehend erwähnt, das Ganze war mal ein Kurzfilm und Regisseur Michelangelo Covino spielt sich selbst als Mike und Produzent Kyle Marvin spielt sich selbst als Kyle. Und so konnten sie diesen Kurzfilm aufgrund der Tatsache wahrscheinlich, dass sie schon lange selber richtig gute Freunde sind, einfach darauf basierend ausbauen, alles ein bisschen ausschmücken und ein kleines eigenes Abenteuer daraus machen und im Kern einen Film erzählt, der zeigt, dass Freundschaft manchmal alles Mögliche ist. Hass, Liebe, Freundschaft, Hingabe, Verrat, Loyalität, Neid und auch ein ganzes Leben lang halten kann und manchmal ganz andere Bande noch übertrumpft. Manchmal ist Wasser vielleicht doch dicker als Blut. Und das ist, was diesen Kern oder diesen Film im Kern schafft, wirklich zu tragen. Zwei Akteure, dessen Chemie man die ganze Zeit eben spürt, beide genannt und bei dem man auch immer das Gefühl hat, dass sie diesen Film nicht nur super tragen können, sondern dass da unterschwellig immer auch noch mehr dabei ist als das, was sie sagen. Und wenn sie von Liebe sprechen unter Freundschaft, dann ist das eben auch vielleicht eine ganz spezielle Form davon. Wird zum Beispiel aber ergänzt durch eine Gail Rankin, die Marissa spielt und eine Frau, die mit so viel Wucht und Stärke immer wieder auch nochmal alles so aufmischt und Kraft reinbringt, aber auch gleichzeitig die Familie beispielsweise von Kyle, die einen gewissen Erwartungsdruck auf der einen Seite und auf einer Familienveranstaltung und der zukünftigen Frau, die eigentlich mit in diese Familie eingefügt werden soll, so nach und nach ein brodelndes Fass aufgemacht wird, während man es fast nur akustisch wahrnehmen kann, hat der Film eben darin seine gewisse Originalität und immer wieder Figuren, die spannend sind, ohne dabei den Blick jemals wirklich von diesen beiden in erster Linie abzuwenden. Da könnte man sagen, ja, ein arthausiger Streifen ist es auch, der aber so tief bösen Humor manchmal hat und damit eine gewisse Schwere und Last auch durchbricht, dass ich durchaus finde, dass der originell geworden ist. Technisch, solide inszeniert, Kamera durchaus künstlerisch, teilweise mit sehr langen One-Takes, sich dann konzentrierend auf den Fokus von dem, was passiert, aber sich dann manchmal auch ganz vom Schauplatz abwendend und irgendwo draußen vor einem Haus filmt, während man nur hört, was drin passiert, ist dieses Szenenbild insgesamt auch eher etwas ländlich gehalten. Viele Szenen finden draußen statt, in der freien Natur, in weiten Gegenden oder auch wenn man in Häusern ist oder in Hütten, dann sind die ebenfalls dort zu verorten, womit das Ganze so einen gewissen melancholischen Touch auch und Naturverbundenheit so kombiniert, dass ich persönlich mochte, wird Musik sehr dosiert verwendet in The Climb und Kostüme sind den Figuren angepasst und Effekte jetzt nichts, worüber wir jetzt extrem reden müssen. Die wirken einfach alle relativ echt. Würde ich es kurz halten. Für mich ist The Climb ein Film über Freundschaft, über die Absurditäten des Lebens. Vielleicht noch ein bisschen hier und da ausgeschmückt, wo ich sagen muss, für mich manchmal zu dick aufgetragen. Aber dieser wirklich immer wieder bissige Witz, der es schafft, diese Schere aufzubrechen mit einer gewissen Schwere des Films. Aber ein Film letztendlich, der seine eigene Identität hat und auch verteidigen kann die ganze Lauflänge hinweg, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch schön, dass ich nie so richtig wusste, wo wird er hinführen. Und so habe ich The Climb richtig gerne gesehen, der von mir als dramatische Komödie oder sagen wir mal, ja, ist es schon zu 80% ein Drama mit manchmal böswitzigem Einschlag 8 von 10 möglichen Punkten bekommt und insgesamt 7 von 10 möglichen Punkten. Und dann bin ich auch schon am Ende meiner kurzen, kleinen, schnellen Review zu The Climb seit vergangenem Donnerstag in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.